meine lieben Kinder der Nacht. Seid mir ganz recht herzlich gegrüßt. Rauf oder runter? Das war die Frage. Runter kommen wir früh genug. Ich würde sagen, wir gehen mal rauf. Ich glaube, da geht's wieder runter. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier auf Schloss Dracula. Ich sag's, wie es ist. Ich beschönige nichts. Komm hier rein. Ich muss natürlich richtig klicken. Komm hier rein. Wieso komme ich da nicht hin? Okay. Dann gehen wir wahrscheinlich doch erstmal runter. Das ist wahrscheinlich dann sinnvoller. Na gut, dann gehen wir runter. Okay, das sieht wieder nach unserem Drachenring aus. Drachenring, du bist unser Ding. Okay, wieder mitnehmen, nicht vergessen. Dann gehen wir mal rein. Steht da wer? Nee. Boah, ich werde voll paranoid in dem Spiel, liebe Leute. Das. Okay, jetzt ein Pfeil, klicken wir mal. Da ist eine Tür. Da geht's noch tiefer ins Verlies. Eine Folterkammer oder sowas? Und ein paar Ketten. Hier kommen wir noch, gehen wir hin. Oh. Okay, können wir das halt wieder anzünden? Wir hatten das schon mal. Den Anzünden, Feuer. Feuer haben wir ja. Ich hoffe, das Feuerzeug geht nicht leer. Ist dort jemand? Antwortet. Wer ist dort? Wundere dich nicht. Seit so langer Zeit hat niemand mit mir gesprochen, dass ich dachte, deine Stimme sei eine Halluzination. Ich bin es so leid, immer nur meine eigene zu hören. Wer sind Sie? Ich bin die Unerwünschte, die Verratene, die zu ungerecht verbannt wurde. Ich bin Dorn. Was tun Sie hier? Und du, was tust du hier? Ich heiße Jonathan Harker. Graf Dracula hat meine Frau entführt und... Ah, Dracula, der Verräter. Er ist schuld daran, dass ich hier wie eine Aussätzige lebe. Er und meine drei Blutschwestern. Du hast heute mein Gefängnis geöffnet. Doch ich bin trotzdem noch nicht frei. Ich kann nicht mehr ins Schloss zurück. Hilf mir. Erlöse mich von dem Fluch, dann helfe ich dir auch. Wie heißt das Baby? Dorka? Ich habe das nicht richtig verstanden. Dorka? Ich meine, es gibt Dorka Kiefer, ist glaube ich eine Schauspielerin, ne? Das ist richtig in Erinnerung, aber ich meine, ihr könnt es immer in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden. Wer bist denn du? Meine Frau wird im Schloss gefangen gehalten, aber ich weiß nicht, wo sie sich genau befindet. Können Sie mir helfen, sie zu finden? Deine Frau? Sie befindet sich sicher tief im Innern des Schlosses, in einem der Verliese, die von den drei Dämonen der Krypta bewacht werden. Aber wie soll ich mit diesen Dämonen fertig werden und Mina befreien? Das wird nicht einfach sein. Diese Welt hier ist ganz anders als die deine. Das Schloss hat seine eigenen Gesetze. Wer sie nicht kennt, ist dem Tode geweiht. Sag mal, ist dir das eigentlich bewusst? Ich habe keine Angst. Ruhe! Glaub mir, darum geht es nicht. Du hast nicht die leiseste Ahnung von dem, was dich erwartet. Ja, ich kann dir helfen. Doch du musst alles tun, was ich dir sage. Nichts anderes, sonst wirst du nicht lange überleben. Und deine Frau ist für immer verloren. Reden Sie schnell! Ja, also hör aufmerksam zu.
Es gibt einen Gegenstand, ein wichtiges Teil, das wir brauchen, um deine Frau wiederzufinden. Es handelt sich um das Amulett, das in der Krypta unter dem Schloss aufbewahrt wird. Doch um die unsichtbaren Passagen dorthin aufzuschließen, musst du zuerst einen Schlüssel finden. Nämlich die Medaille des Drachenordens, die Draculas Vater gehörte. Ein Amulett? Eine Medaille? Aber was haben die mit meiner Frau zu tun? Diskutier nicht! Soviel ich weiß, kann man nur mit Hilfe der Medaille des Drachenordens zur Krypta gelangen, in der sich deine Frau befindet. Such diese Medaille und bring sie mir. Nur ich verstehe, damit umzugehen. Freunde, jetzt mal ganz ehrlich. Glaubt ihr, die ist vertrauensselig? Würde ich... Die sieht doch selber schon scheintot aus, ein bisschen wie so ein Geist, das ist... Okay, Dorka, ich glaube, sie heißt Dorka, ich weiß nicht. Baby, mich nenne ich Baby, wie gehen denn mal, das ist... Ich wusste doch, ich habe da was gesehen. Mann, das ist... Hier irgendwas mitnehmen, ich muss jetzt sofort was mitnehmen. Okay, wahrscheinlich eher nicht, dann gehen wir mal wieder raus. Okay, wir sollen jetzt irgendeine Medaille finden, das ist Herz aller Liebs, Freunde, geht's denn hier noch? Jetzt oben vielleicht was machen, wo wir mit Dorka gesprochen haben? Baby, verfolgst du mich? Freunde, ihr wisst, ich bin nicht mehr der Jüngste. Das kannst du nicht bringen, Schwester. Das habt ihr euch auch so erschrocken? Also ich bin ehrlich, ich hab mich total verjagt. Okay, Baby, und danke dir. Das war's wert. Das war sehr nett, dass du uns dann das. Vielen Dank. Aber nächstes Mal klopf bitte an oder sag irgendwas. Mach nicht so einen Scheiß mit mir. Wo kommen wir da? Oh, wir kommen jetzt rein. Hallo? Dracula, Ukula. Okay, wir gehen mal dem Fall nach, das ist... Was für eine Halle. Liebe Leute, was für eine Monsterhalle. Schaut mal, wie hoch das ist. Ich kann gar nicht so hoch gucken. Da ist irgendwas kaputt. Liegt da eine Hand? Und da liegt eine Hand. Habt ihr gesehen, da liegt eine Hand. Ich wollte jetzt keine Zeit, ich kümmere mich später darum. Der Herr kümmert sich später darum. Da lacht doch eine Hand. Habt ihr auch eine Hand gesehen, Freunde? Wir gehen nochmal zurück. Da liegt doch eine Hand. Ihr gebt doch so, dass da eine Hand liegt. Da liegt eine Hand mit dem Ring dran. Oder sehe ich das falsch? Na gut. Was habe ich genommen? Ist das ein Schlüssel? Aha. Ja, kommen wir da jetzt auch rein oder haben wir nur den Schlüssel mitgenommen? Das ist... Ja, vielleicht passt der irgendwo. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Also, hier in das Schloss habe ich echt nur noch sehr wenig bis kaum Erinnerung. Aber das, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch, Freunde. Wir sind mutig, ne? Wir sind eine Jonathan Harker. Wir haben keine Angst. Das ist... Sollen wir was singen, Freunde? Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my soul. Ja, hier könnte ich es aushalten. Liebe Leute, das ist aber gemütlich.
Da war irgendwas. Ich kann mich aber nicht mehr richtig dran erinnern. Oh, was ist das? Das ist der Weltmeisterpokal. Deutschland ist Weltmeister. Geil! Komm mal hier irgendwie rein. Ah, wo ich gerade von der Morde gesungen habe. When the moon hits your eye like a big piece of fallen summer. Schönes Bett, also das würde mir gefallen. Also da, selbst wenn da eine Vampire, das entfernt ich auch für alles lieber. Das Rot ist sowieso meine Farbe. Ne? Was haben wir hier? Oh. Ich habe einen Hund draufgeklickt, Freunde. Wieder die Alter, die eingesackt ist. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, Freunde. Schönes Bett. Mhm. Was ist das? Komme ich nicht dran? Da ist eine Truhe. Gespenstertruhe. Das ist die Truhe von Huibu. Hier ruht Huibu. Der einzige für Schloss Burgkerk behördlich zugelassene Gespenster, Mann. Das ist. Komm ich da irgendwie? Kann ich das öffnen? Oh. Was habe ich jetzt genommen? Ist das vielleicht das Amulett, was die Dorker braucht? Das war's? Wo ist Huibu? Ich wollte das Huibu, Freunde. Ich will sofort Huibu. Das Schloss ist Gespenst. Huibu. Ja, ihr wisst, ich mache mir Mut, um zu sehen. Aber das Bett finde ich toll. Da würde ich jetzt gerne, ich bin schon leicht müde. Ich würde mich da gerne ein bisschen ausruhen. Von der langen Reise, die wir hinter uns haben. Hallo? Ich glaube, da hat das Spiel wieder ein bisschen gefurzt. Das heißt, der Ton, der Sound. Aber... Okay, pass mal auf. Wir haben jetzt was gefunden. Da können wir was machen. Können wir was hinnehmen? Wir haben ein Bild genommen. Dracula. Da ist dieser komische Kreis. Oh Gott, ich kann das nicht erkennen. Was sind das? Das sind irgendwie Sternzeichenkarten. Hallo. Drei Karten. Hier ist Dracul. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, da war was. Ich erinnere mich irgendwie. Da war ein Rätsel, wo ich, glaube ich, ziemlich lange irgendwie drin verzweifelt bin. Okay, wir versuchen mal Dorka zu finden. Oh, hier geht's auch noch. Wo geht's hier denn hier hin? Kam ich hier raus, oder? Sind wir wieder draußen. Okay, dann sind wir wahrscheinlich einmal rumgegangen, nur von der anderen Seite. Ja, da oben ist eine schicke kleine Veranda. Hier ist eine schöne kleine Veranda. Kommen wir hier irgendwie weiter? Ich kümmere mich. Okay, da will er sich irgendwie später drum kümmern. Um was auch immer. Er wird's wissen. Er ist der Champion, der Boss, der Jonathan Harker, ne? Ja, gut, aber... Dann gehen wir hier nochmal durch. Wo ist denn Dorka jetzt? Wir müssen vielleicht Dorka wieder finden oder so. Mhm. Die stand ja, glaube ich, hier hinter uns. Ne? Wenn ich das okay, ist die Waffenkammer. Dorka, Baby! Hallo! Je ne vais pas revient en arrière. Arrière. Wieso jetzt auf Französisch? Hallo? Ich habe das nicht bestellt. Je ne vais pas revenir en Ari. Was? Egal. Mein Französisch ist so lange her, das könnte ich jetzt eh nicht übersetzen. Aber wo mag denn die gute Dorka jetzt? Vielleicht ist sie wieder in ihr Verlies verschwunden. Ich weiß es nicht. Kann man da hier irgendwie raus? Guck mal, da ist noch eine Tür. Kann man klicken? Kann man da vielleicht raus? Ah, ich glaube, hier war ich schon, ne? Mhm. Okay. Da kommen wir wieder hoch. Da will er ja nichts machen. Sagt er, kümmert er sich später drum. Ja, keine Zeit verplempern. Hier weg mit dem Scheiß.
Ja, aber wie zum Geier komme ich hier wieder raus? Dann gehen wir nochmal hoch. Then we go nochmal hoch. Nochmal hoch. Und wieder runter. Okay, also hier sind die Schlafgemächer. Und hier? Ja, locker vielleicht hier. Ah. Oh, Bücher. Ich liebe Bücher. Aha. Gehen erstmal hier. Wir haben ein bisschen zugesponnen. Alles hier schöne Spinnenweben. 25. Hier knackt er gelegentlich wieder ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Ne? 25, oh Gott. Hier war, glaube ich, irgendein Bibliotheksrätsel. Ich meine mich abgeschlossen. Haben wir nicht einen schönen Schlüssel gefunden? Mann, dass man den Scheiß mal wegklicken muss. Wir haben doch einen Schlüssel gefunden. Nehmen wir den mal. RB, habe ich den jetzt genommen? Ah, weg. Vielleicht mit dem... Ne, okay. Okay, kommen wir jetzt aktuell nicht durch. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Oh. Auch hier sind wir wieder zurück. Okay, da haben wir die Kugel haben wir da mitgenommen, ne? Der Ring vielleicht? Vielleicht der Ring, aber ich glaube nicht, dass er, das ist das Amulett. Der Drachenring macht wenig Sinn, ne? Das Ding haben wir in dem Bild gesehen. Was ist jetzt genau mit den ganzen Sachen auf sich? Okay, in die Truhe kommen wir gar nicht mehr ran. Gut, Freunde, wir machen das so. Ich lege mich jetzt hier erstmal eine Runde hin. Ihr wartet dann auf die nächste Folge und wenn ich wieder munter und ausgeschlafen bin, dann sehen wir uns wieder. Ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich finde, hier kann man es auf jeden Fall aushalten. Es ist ein tolles Bett und ich... Was wir sehen. Ich glaube nicht mehr. Liebe Leute, in diesem Sinne... Ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wecker. Ciao, ciao, sagt Jonas Naga. 45, ciao, ciao.